Hallöchen, ihr Lieben, heute komme ich mal mit einem klitzekleinen Kerzentipp zu euch. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr eure Yankee Candles oder Bath & Body Works Candles oder generell große Duftkerzen, wie ihr die komplett leer bekommt, wenn ihr sie abgebrannt habt. Denn ich habe hier zum Beispiel Aloe Vera abgebrannt vor einer ganzen Weile und wenn ihr guckt, nichts mehr da, kein Wachs, kein gar nichts. Wie ihr das hinbekommt, um eure Gläser weiter zu verwenden, das zeige ich euch jetzt gleich, denn ich habe hier zwei Kerzen, die ich so weit abgebrannt habe, aber ihr seht, da bleiben noch Reste übrig. Das ist einmal Amber Moon, da ist ungefähr so viel übrig und das ist Moroccan Argan Oil, da ist so viel übrig und da traue ich mich aktuell nicht so wirklich noch weiter runter zu brennen und ich habe jetzt beschlossen, ich mache einfach Tarts draus. Ja, wir machen jetzt aus den Resten dieser Kerzen Wachstarts, die ihr in der Duftlampe weiterverwenden könnt. Denn, ja, ihr seht, hier ist noch eine ganze Menge Duftöl übrig und das wollen wir doch weiterverwenden und nicht verschwenden. Denn wer so viel Geld für eine Kerze ausgibt, der schmeißt sie nicht einfach weg. Also ich zumindest nicht. So, viel Spaß! So, da sind wir auch schon in meiner Küche. Herzlich willkommen an meinem Ofen. Heute kochen wir mal Yankee Candle. So, ich habe jetzt hier, was habe ich denn hier reingetan jetzt? Amber Moon, mein Rötzchen Amber Moon, was ich noch übrig habe, habe ich jetzt ins Wasserbad gestellt. Ganz easy peasy, ganz einfach. Und ich habe, ups, Moment, so jetzt. Und ich, ja, wo fange ich denn an? Also, wenn ihr Kerzenreste einschmelzen wollt, dann macht ihr das wirklich am besten im Wasserbad. Also zumindest mache ich das bei meinen kleinen Kerzen so. Das ist jetzt auch die erste mittlere Größe oder größere Kerze, die ich einschmelze. Und ich bin dementsprechend recht gespannt. Und falls ihr das seht, hier so am Rand, ich habe jetzt nicht den kompletten Topf voll mit Wasser gemacht. Weil das Problem ist, je mehr Wasser drin ist, desto mehr Auftrieb kriegt die Kerze. Und diese hier steht eh schon schief drin, weil ich ein bisschen mehr Wasser reingemacht habe, als ich es bei meinen Minis mache. Denn die nächste Kerze, die ich einschmelzen werde, und ihr seht, sie tanzt auch schon freudig in ihrem Topf herum, die hat etwas mehr Wachs drin noch übrig als diese hier, als die Amber Moon. So, kurz noch zu den Einstellungen. Ich habe jetzt das Wasser, ja, das erwärme ich jetzt langsam auf kleiner Stufe. Ich habe es jetzt die ganze Zeit erstmal so auf 0,5 stehen gehabt und jetzt habe ich es auf 1,5 hochgejagt, weil ich gesehen habe, ich habe es ja, falsch eingestellt eben. Und ja, ganz wichtig ist, dass ihr das Wasser nicht erst proppenheiß macht und dann das Glas reinstellt. Ich habe damit zwar keine Erfahrung gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut für das Glas ist, da kann es durchaus bersten und das könnte dann doch gefährlich werden, das wollen wir alle nicht. Entschuldigt übrigens das schlechte Licht, das ist leider hier nur gelbes Licht und ich habe schon die Kameraeinstellung so umgeändert, so hell und ja, ausgeglichen, wie es nur geht, aber ja, bleibt einfach bei mir. So, wie gesagt, die Kerze steht jetzt im Wasserbad, ich habe das jetzt etwas erhöht, ich mache es jetzt doch nochmal auf Stufe 1, ich glaube Stufe 1 ist am besten für Wachsschmelzen. Worauf ihr auch achten müsst, ist, dass das Wasser nicht zu schnell heiß wird mit der Kerze drin, dass das Wachs, wenn es denn flüssig geschmolzen ist, nicht anfängt zu kochen. Dadurch gehen natürlich die wertvollen Duftöle flöten und ich glaube auch nicht, dass das so gut fürs Wachs ist, da ist es ja nicht für gemacht, denn es kocht ja nicht, wenn die Kerze an ist. Und was euch nicht wundern sollte, die Kerze fängt, anders als wenn man sie normal anhat, von unten an zu schmelzen und weich zu werden. Dementsprechend lohnt es sich immer mal zu gucken, ja, wie weit ist es denn? Und was ich immer mache, ist, dass ich auch wirklich dabei bleibe, denn ich möchte den Zeitpunkt nicht verpassen, an dem ich ja, das Wachs abgießen kann, denn sobald wirklich alles flüssig ist, möchte ich das schnell machen und abgießen. Ich zeige euch nochmal kurz, worin ich das abgieße. Das ist nämlich auch interessant. Und zwar habe ich hier so Silikonbackförmchen. Die habe ich hier beim, schieß mich tot, beim Nanunana gekauft. Und das sind so ganz einfache kleine, ja, Törtchen, sage ich jetzt mal. Aber ich werde mir mit der Zeit noch ein paar einfallsreichere, ja, Förmchen überlegen. Ich habe jetzt, heute sogar kam ein Päckchen an mit Darth Vader Schokoladen- oder Eiswürfelgussformen. Das heißt, es wird demnächst viele kleine Darth Vaders geben, die abbrennen. Das fand ich ganz witzig. Ja, und jetzt warten wir erstmal, bis es flüssig ist und dann geht's weiter.
Kleiner Zwischenstand, das Wachs ist fast aufgelöst und jetzt können wir mit unserem Messerchen ran. Haha! Ihr fragt euch sicher, warum das Messer? Tja, wir haben vor dem Abgießen noch ein Problem, denn der Rest von dem Docht ist noch in dem guten Stück drin. Jetzt gucke ich mal, wie ich mich positioniere. Und zwar geht man einfach hin und mit einem Messer fischt man so ein bisschen. Hier ist auch jetzt, Entschuldigung, ihr seht das gerade so schlecht. Hier ist jetzt noch halbfestes Wachs und der Docht schwimmt jetzt so ein bisschen so in dem Wachs drin rum. Und ich fische das jetzt mal raus. Jetzt, Achtung, jetzt bin ich mal... Ah, jetzt ist es mir reingefallen. Also es ist ein bisschen eine Fischerarbeit. Bei den Kleinen geht das weit leichter. Na, kommst du raus? Na, kommst du? So, guck mal. Und hier haben wir das gute Stück. Denn den wollen wir ja nicht haben, wenn wir das Wachs abgießen. So, jetzt warten wir noch mal ganz kurz, bis sich so der Rest vom Wachs aufgelöst hat. Ich glaube, das haben wir sogar so gut wie schon geschafft. Schwimmen jetzt noch so ein, zwei kleine Stückchen rum. Und dann rutsche ich schon mal rüber. Ich nehme euch mal mit rüber in meine Kippecke. Tada! So. Dann haben wir hier unsere Silikonförmchen. Und ich rate euch wirklich, egal wo ihr die Sachen umkippt, ein Handtuch oder sowas oder ein Küchenkrepp drunter zu legen. Denn es kann immer was daneben gehen und ich sag euch, Kerzenwachs von der Cerankochfläche abmachen ist ein bisschen doof. Deswegen, hier liegen die Förmchen und ich guck mal, sind wir schon soweit? Jawohl. Jetzt ließ es sich leider nicht vermeiden, weil ich mich ein bisschen doof angestellt habe und hier sind jetzt kleine Dochtreste drin. Aber ich denke, das werde ich verknusen können. Die sind jetzt nicht so schlimm. Ich habe auch öfters das Problem, dass kleine Dochtreste immer wieder ins Wachs reinfallen und ich kriege die dann nicht raus. So, guckt mal. Hier ist jetzt das flüssige Wachs. Und bevor das anfängt auszuhärten, was relativ schnell geht, kippen wir das jetzt einfach mal. Ha, wo ist denn hier eine weniger rußige Stelle? Verdammt, da habe ich nicht dran gedacht, dass hier eine Rußstellen sind. So, kippen wir das jetzt einfach mal in das Förmchen. So, ich mache die jetzt mal voll, weil ich brauche Platz für meine andere Kerze. So, schön voll. Ach, da schaffen wir noch so ein Rötzchen, schaffen wir dann. Ach komm, das geht noch. So, und dann haben wir hier eine leere Kerze. So. So, meine Lieben, nachdem ich das Wachs geschmolzen und abgegossen habe, was noch übrig war in den Kerzen, habe ich nochmal meinen Wasserkocher angeschmissen und ein paar Tropfen Spüli in die Gläser getan und heißes Wasser drauf gegossen. Ich muss dazu sagen, ich lasse da immer die Gläser abkühlen vorher, damit nicht zu viel Hitzebelastung da drin ist. Ich weiß nicht, da bin ich so ein bisschen paranoid bei. Es ist jetzt auch ein paar Tage später, nachdem ich das gemacht habe. Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, früher fertig zu werden mit den Gläsern. Jedenfalls kochend heißes Wasser reingeben mit ein bisschen Spüli. Ihr könnt es aber auch ohne machen. Das heiße Wasser reicht da in der Regel schon aus. Und ihr seht, hier sind so schöne kleine Wachsränder. Das ist so das gelöste Wachs. Und dann nehmt ihr einfach ein Messer und schrappt so ein bisschen das Wachs ab. Das kommt meistens so fast schon am Stück da raus. Nehmt ein paar Tücher oder ein Küchenkrepp, geht auch. Und dann fischt ihr so ein bisschen das Restwachs aus dem Glas raus. Hupsala. So, da seht ihr, da haben wir schon das meiste. Also ich mache das meistens immer so grob und wenn dann so kleine Rötzchen drin sind, ist das nicht schlimm, damit ich dann nicht so übelst lange rumpulen muss. Ich kratze dann meistens noch mal so ein bisschen auf dem Boden rum, um noch so letzte kleine Rötzchen abzukriegen. Ihr seht, dann schwimmt hier oben noch so ein bisschen Zeug rum. Das fischen wir auch noch raus. So, machen wir weiter mit Nummer 2. Vielleicht haben wir Glück und es kommt komplett am Stück raus. Ja, guckt mal, also das ist im Idealfall das, was er rauskriegt, ohne viel rummachen und so. Wie gesagt, ein bisschen rumkratzen noch, um so die gröbsten Reste abzumachen. Und ich kippe dann jetzt alles mal so ein bisschen in eine Schüssel rein.
Also jetzt nur hier, normalerweise mache ich das im Spülbecken. Kippe ich jetzt mal aus. So, ihr seht, das Gröbste ist weg. Kippen wir das auch noch raus. So, und ich nehme jetzt einfach mal so einen ollen Spüllappen, der eh noch sauber gemacht, also gewaschen werden muss, und mache jetzt so ein bisschen das Ruß weg und das Allergröbste, was noch da drin ist. So. Okay. Jetzt habe ich ganz vergessen, das in die Kamera zu halten. So. Okay. Das sind jetzt so die gröbsten Reste. Und das sieht jetzt natürlich ein bisschen unansehnlich aus. Aber im Großen und Ganzen, guckt mal, ist das Gröbste weg. Und jetzt kann man das Glas spülen. Jetzt, beziehungsweise die Gläser können wir jetzt spülen. Et voilà. Zwei schön saubere und leere vor allen Dingen Kerzengläser habt ihr hier. Ich persönlich lasse die Etiketten immer dran, weil ich die sehr, sehr schön finde. Ihr könnt die allerdings auch abmachen und dann habt ihr das nackte Glas. Hier oben diese Ringe werde ich wahrscheinlich noch abholen, da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Was ich persönlich auch immer mache, weil ich die jetzt aktuell nicht für Lebensmittel benutze, ihr könnt nämlich auch Zucker oder Reis oder Mehl, wenn ihr große Gläser habt, könnt ihr alles in diese Gläser reinfüllen und weiterverwenden. Was ich persönlich immer mache, ist, dass ich die Deckel, solange sie nicht verrußt oder verdreckt sind, nicht mitwasche. Das heißt für mich, der Duft, der diesen Kerzen inne ist, der bleibt noch eine ganze Weile an dem Deckel kleben irgendwie von innen. Das heißt, immer wenn man den aufmacht, dann riecht das ganz lecker nach diesen Sachen hier. Zum Beispiel hier nach Arganöl und dann nach Amber Moon. Und ich mag das eigentlich sehr gerne, wenn ich normale Kleinigkeiten da rein mache. Wie gesagt, bei Lebensmitteln solltet ihr die schon auch spülen und auslüften lassen, damit der Duft da nicht dran hängen bleibt. Weil ich meine, so gern wir Arganöl haben, aber unser Reis muss ja nicht danach riechen, oder? Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich hier fürs erste Mal erstens in das eine Glas meine geliebten Colourpop Blushes und upsala, Lidschatten reinpacke. Mal gucken, was alles so reinpasst. So, vielleicht mache ich auch hier nur die Blushes rein. Ja, ich glaube, hier passen jetzt nur die Blushes rein. Oder passen auch die Lidschatten rein. Mal gucken. Schauen wir mal. Das wird knapp. Das wird knapp. Nee, da passt nichts mehr rein. Also, dann machen wir das so. Dann mache ich in ein Glas jetzt einfach meine Blushes rein. Da ist noch ein Lidschatten. Und vielleicht passen ja noch Lippysticks rein. Ja, und die Lippysticks, die knalle ich da noch rein. Schaut mal. Probieren wir mal aus, wie das wird, wenn der Deckel zugeht. Ach, guck mal, das passt wunderbar. Jetzt habe ich hier schön dekorativ meine meine Colourpop Blushes und meine Lippysticks drin. Sehr schön, die kann ich dann aufstellen. Und hier mache ich dann, weil es passt, mache ich meine Colourpop Lidschatten rein. Schön vorsichtig, dass nichts kaputt geht. Dann habe ich die schön griffbereit, muss nicht wühlen, habe die auch immer im Sichtfeld vor allen Dingen. Und beide jetzt befüllt. Und weil ich demnächst bestimmt wieder Gläser leer habe, kann ich dann zum Beispiel meine ganzen Milani-Lidschatten auch noch in ein Glas packen. Natürlich habt ihr bei den großen Gläsern mehr Fassungsvolumen. Bei den kleinen Gläsern, die könnt ihr auch sauber machen. Da passt natürlich nicht wirklich was rein. Also vielleicht könnt ihr da euer Lieblingsgewürz reinmachen oder so. Oder ja, weiß ich nicht. Die würde ich vielleicht einfach nur dekorativ irgendwo hinstellen dann. Weil ich bin jemand, ich möchte meine Gläser nicht entsorgen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das immer handhabt. Ich habe zum Beispiel hier hinten in meinem Pink Dragon Fruit, ich glaube, das war mein erster mittlerer Tumbler davon, habe ich meine Kiko Lidschatten drin, meine Creme Lidschatten hier in Christmas Rose, wo ich vergessen habe, dass ich das überhaupt als großes Glas hatte, das ist schon Jahre her, habe ich meine Deko Blütenblätter, die ich für den Blog manchmal brauche, drin. Da kann ich ja mal gleich gucken. Das hier war, das war von 2011, das Glas, das Apfeljahr. Ja, und da kommen dann gleich noch an eine andere Stelle diese beiden Schätzchen dazu und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei meinem Video und konntet was damit anfangen und das war's auch schon. Ich wünsche euch noch was. Bis dann, ihr Lieben. Ciao!